Ich war, ich bin, ich werde sein. Die Revolution wird die Menschheit befreien. Der Lack ist schon seit einem Monat von der Ampel ab. Die sich fortschrittlich und hipgebende Ampelregierung steht nicht für Wandel, noch für soziale Gerechtigkeit. Sie steht für die Kontinuität der Ära Merkel und damit für die Durchsetzung von Kapitalinteressen gegen unsere Interessen, die der Mehrheit der Arbeiterinnen. Während die Ampel die nutzlose Mietpreisbremse als Pseudomaßnahme verlängert, demontiert die vermeintlich linke Hauptstadtregierung den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Somit ist die Linke zum Teil endgültig im Lager des Kapitals angekommen. Während der herrschende Parteienblock Kapitalinteressen durchsetzt, flankiert die Klassenjustiz in Karlsruhe das Ganze und kassiert das Vorkaufsrecht. Das sollte klarstellen, was schon immer klar war und dennoch wieder gesagt werden muss, dass dieser Staat und dem herrschenden Parteienblock für uns werktätige Mieterinnen nicht zu erwarten hast. Verbesserungen für unsere Lebensbedingungen werden wir auch im Jahr 2022 nur in unseren Vierteln erkämpfen können und gegen den herrschenden Parteiblock durchsetzen können. Statt der Preisexplosion eine adäquate Lohnverpflichtung für Unternehmen oder eine Renten- und Hartz-IV-Erhöhung entgegenzusetzen, stagnieren die Löhne, werden RentnerInnen und Erwerbslose mit mickrigen Erhöhungen abgespeist. Das alles, während wir Werktätigen im Jahr um Jahr Preiserhöhungen bei Beförderungskosten, Gas, Benzin und Strom hinnehmen müssen. Dass hier noch Luft nach unten ist, machte kürzlich der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir klar, wenn er die Preise in den Supermärkten noch künstlich hochschrauben möchte. Doch Bio und Öko, das muss man sich auch leisten können, Herr Özdemir. Nachhaltige ökologische Politik geht nur sozial gerecht. Gegen die Prekarisierungspolitik der Herrschenden hilft auch im Jahr 2022 nur eins. Organisationen, Gewerkschaften, Betriebsräten, Erwerbslosen- und Rentnerinneninitiativen gegen Kapital und Staat und für unsere Interessen als Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter. Lasst uns die Verarmungspolitik des Kapitals nicht länger schweigend mittragen. Deutschland ist Waffenexport-Weltmeister. Unter der Ära Merkel wie nie. Und dass sich daran mit der Ampelkoalition nichts ändern wird, ist jetzt schon zu erwarten. Die Lage in der Ukraine bleibt brandgefährlich. Die NATO rüstet und ruft auf zum Krieg gegen Russland und China. Der kommende Weltkrieg ist nicht mehr nur eine ungefähre Möglichkeit. Besonders China ist dem Westen ein Dorn im Auge. Aber dieses Wettrüsten, dieses Kriegsgeschrei, das ist nicht im Interesse von uns Arbeiterinnen. Weder hier in Deutschland, noch in China, in Russland oder sonst wo. Sollen sich die Oligarchen doch die Köpfe einschlagen. Wir bleiben widerständig gegen die Klassenjustiz, gegen jeden Waffenexport. Denn wir wissen, hier geht es ums Geld der hohen Herren und Damen und nicht um Menschenrechte. Im Betrieb und durch kostenfreie Erziehung und Hausarbeit tragen viele Frauen immer noch das doppelte Joch der Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit. Das zeigte zuletzt wieder die Corona-Pandemie. Da, wo die Tätigkeit entlohnt wird, in den Kitas und der sozialen Arbeit oder Pflege, zeigt sich die Geringschätzung der patriarchalen Gewaltherrschaft besonders deutlich, indem diese Arbeitsbereiche im Dauerniedriglohn und prekarisierten Arbeitsverhältnissen gehalten werden. Es ist ätzend, die herrschende Klasse klatschen zu sehen, wo wir doch wissen, wie die Situation auf den Krankenstationen ist, wie unser Kontostand am Monatsende aussieht oder wie wir Jahr um Jahr wegen Einjahresverträgen um unsere Existenz bangen müssen. Auch das heißt Patriarchat, denn es betrifft besonders angeblich weibliche Sorgeberufe. Damit muss Schluss sein. Gleiche Entlohnung für gleiche Arbeit, unabhängig von Sorge- und Produktionsberuf. Auch dafür organisieren wir uns und kämpfen im Jahr 2022. Lasst uns das Jahr 2020 zum Jahr der Klassenkämpfe machen. Im Betrieb, auf der Straße, weltweit und vereint. Nieder mit dem kapitalistischen System, hoch die internationale Solidarität.